Wir machen heute ein paar Übungen zu Gleichungen, wo Brüche enthalten sind. Also Beispiel 40x durch 125 ist gleich 32 durch 100. Ich könnte auch das ganze Ding so benennen, 40x 125 ist gleich 32 Hundertstel. Was macht man da? Im Prinzip das gleiche wie bisher. Denn am leichtesten ist, wenn ich vorher kürze. Ich kürze vorher, indem ich sage, ich mache mir das mal so einfach wie möglich. Fangen wir mal an mit Kürzen. 32 und 100 gehen beide durch 4. Probieren wir es mal. Durch 4 ist 8, durch 4 ist 25. Die 8 25stel, die würde ich jetzt so lassen. Da würde ich nichts dran machen. Die 40 und die 125 gehen beide durch 5. Hier durch 5 ist 8, hier durch 5 ist 25. Oh, na das sieht ja gut aus. Hier steht 8x 25stel ist 8 25stel. Jetzt könnte man schon einfach, ich schreibe das nochmal sauber ab, wie das dann aussieht. Das wäre 8x 25stel ist gleich 8 25stel. Hier könnte man die Lösung eigentlich schon sehen. Hier muss x 1 sein. Denn dann bleibt hier auf der linken Seite 8 25stel stehen und das soll ja der rechten Seite gleich sein. Aber um das auszuprobieren, können wir ruhig den Tippeltappeltourweg gehen. Wir fangen mal an mit dem Regiestrich. Was muss man tun, damit man das so schnell wie möglich hinkriegt, nicht zu viel schreiben muss? Einfach mal 25 Achtel. Warum? Es stört durch 25, also sage ich mal 25. Und es stört mal 8, also durch 8. Und dann hätte ich das auf einen Schlag gelöst. Ich mache mal hier drüben weiter. Dann steht hier x alleine, weil es sich ja kürzt, so weit sind wir ja. Die 8 25stel, die vorher standen. Und mal 25 Achtel, so geschrieben. Jetzt sieht man es eindeutig. Hier muss ich nicht drin rumkürzen. Also, das ist zu klar. X ist wirklich 1. Gut, das wäre eine ganz leicht zu lösende Aufgabe gewesen. So kann man das machen. Erstmal Pause zum Fragen. So, nehmen wir mal an, ich habe keine Ahnung vom 1x1 und kürze jetzt noch nicht hier drin rum, weil ich mich nicht traue. Dann sage ich nur, ja, dann mal los. Mal 125, weil durch 125 stört und das Ganze noch, weil mal 40 stört durch 40. Dann sähe ja die nächste Zeile so aus. Hier kürzt sich komplett und hier habe ich 32 mal 125 geteilt durch 100. Ne, das waren die 32 Hundertstel. Und hier unten kommt noch die 40 hin. Jetzt kann ich genauso loslegen. Ich kürze mal wieder drin rum. Och, durch 4 gefällt mir es 8, durch 4 gefällt mir ist 10. Ich hätte auch durch 8 kürzen können, aber ich kürze mich ran. Das gefällt mir nochmal. Durch 2 ist dann bloß noch 4, durch 2 ist dann bloß noch 5. Die 125 und die 5, die gefallen mir. Ich kürze durch 5 und hier ist es 25. Und jetzt sehe ich das aus alten Zeiten. 25 und 100 gehen beide durch 25. Hier ist eine 1 und hier ist es eine 4. Und jetzt sehe ich nochmal nach. Und sage, das ist übrig, das ist übrig, das ist übrig. Oh, 4 und 4 ist übrig. Na, dann kürze ich die auch nochmal. Durch 4 ist 1. Dann komme ich auch auf den Weg hin. Kein Problem, natürlich. X ist hier genauso 1. Gut. Ah ne, die Striche, die waren nicht schön. Dann muss ich mich ein bisschen besser hinstellen. So. Eine gute Frage, weil man denkt, Mensch, schön, da, hier könnte man ja so richtig schön schick über Kreuz kürzen, die 40 und die 100. Um Gottes Willen, wir müssen aufpassen, hier ist ein Ist-Gleich dazwischen, da darf man nicht kürzen. Also jetzt nicht hier freuen und sagen, 40 und 100 gehen schon mal beide durch 10. Nicht über die Gleichungen hinweg kürzen, das geht nicht. Nur über einen gemeinsamen Bruchstrich, also hier sowas, hier kann man schräg, schräg, das geht alles, kein Problem. Aber nie, wenn ein Ist-Gleich dazwischen ist. Genau. So, also die nächste Aufgabe, die steht hier zum Üben, hier 14x durch 49, das alles minus 3. Ich kann auch sagen, minus 3 Einpel, nebenbei, wobei sich das hier nicht anbietet, ist gleich 57 21stel. Ich würde hier auf jeden Fall schon mal drin rumkürzen, weil es dann plötzlich leichter wird. So, ich gebe mal zwischendurch diesen Tipp nochmal, also jetzt grundsätzlich schon mal anfangen zu kürzen, dann wird es einfacher. Die gehen beide durch 7, dann habe ich hier bloß noch eine 2 und hier habe ich eine 7 stehen. Und hier, die gehen beide durch 3. Warum? Hier sieht man es an der 21 und wenn ich 5 plus 7, die Quersumme davon bilde, weiß ich die Zahl, die Quersumme ist nämlich durch 3 teilbar, dann ist die Zahl auch durch 3 teilbar. Wie macht man es? 60 durch 3,
Das wäre einfach, das wären 20. Weil aber 3 fehlen, kann ich sagen, naja, durch 3 ist 19 und durch 3 ist 7. So. Jetzt weitermachen. Jetzt würde ich mich erstmal hier drum kümmern, Klaps rückwärts. Jetzt noch ein Tipp: Diese 3 Eintel, diese 3 Ganzen, ne, die müssen rüber. Aber da das ja sowieso ein Bruch wird und ich da Eintel von abziehe, muss ich die eh gleichnamig machen. Machen wir doch was anderes draus, erweitern wir hier. Und zwar zu Siebtel. Dann hätte ich 21 Siebtel. Hier ist der Bruch. Das habe ich aus der 3 gemacht. 21 Siebtel. Minus 21 Siebtel heißt das Ding jetzt. Und jetzt müsste es wieder leichter gehen. Ganz einfach. Ich muss sowieso Siebtel haben. Also habe ich einfach auf Siebtel erweitert. Ich hätte auch Fünftel nehmen können, nützt mir aber nichts, ne? Ich müsste sowieso dann auf Siebtel gehen. So, also, nächster Schritt, plus 21 Siebtel. Ich hätte auch plus 3 sagen können, aber da ich das sowieso im nächsten Schritt hier mit den Siebteln verarbeiten muss, ist es besser. Schreiben wir mal sauber ab. 2x Siebtel bleibt auf der linken Seite stehen. Und hier habe ich minus 19 plus 21. Beide heißen Siebtel. Minus 19 plus 21. Da kann ich auch sagen, 21 minus 19. Das sind 2. Ach, herrje. Ich glaube, man hat uns hier wieder einen untergebuchtet. Denn der Rest ist einfach mal 7 halbe. Also mal 7, weil hier durch 7 stört und durch 2, weil hier mal 2 stört. X muss dann 1 sein. Das sieht man jetzt auch. Das war also ein schöner Zufall. Gut, die nächste Aufgabe. Das war jetzt ein bisschen verwirrend, insofern, dass ich sage, plus 21 Siebtel, das mache ich ja auf beiden Seiten. Jetzt habe ich diese. Ich sage Zwischenzeile dazu nochmal hingemalt. Jetzt mache ich das nochmal. Hier dieses plus 21 Siebtel mache ich jetzt nochmal auf beiden Seiten, um zu sehen, was da passiert. Das musste ich ein bisschen schmieren hier. Plus 21 Siebtel. Ich glaube, jetzt wird es klarer, dass das hier sich aufhebt. Hoffe ich. Ne? Auf der linken Seite, sodass dann hier bleibt 2x Siebtel. Und hier minus 19 plus 21, weil sie beide Siebtel heißen, darf ich sie von irgendwie verarbeiten. Und minus 19 plus 21 ist 2. Daher kommt das. So, die nächste Übungsaufgabe. Da steht sie. 98x minus 2, das alles durch 2. Ich könnte mir also auch hier eine Klammer denken. Ne? Hier könnte ich mir eine Klammer denken, brauche ich aber nicht, da ja ein gemeinsamer Bruchstrich da ist. Und das alles plus ein Ganzes soll 33 ergeben. Na denn. Zu Hause Pause-Taste drücken und Aufgabe lösen. Also darüber, dass wir die 1 erstmal wegnehmen, waren wir uns schon klar. Warum fange ich jetzt mit mal 2 an? Um Gottes Willen nichts anderes. Nochmal dran denken. Klammer, Punkt, Strich. Klammer, Punkt, Strich. Klaps. Klaps aber rückwärts beim gleichen Lösen. Wieso? Hier ist ein gemeinsamer Bruchstrich, liebe Leute. Das kann ich mir denken als Klammer. Das heißt, wenn ich jetzt gucke, habe ich eine Strichrechnung hier? Habe ich eine Punktrechnung hier? Ja, das ist mein Strich. Der Strich, der Bruchstrich bedeutet ja genauso viel wie geteilt durch. So, also muss ich mich jetzt erst daran wagen. Denn sonst würde ich alles kaputt machen. Und um Gottes Willen, da hier steht 98x plus minus 2, das ist eine Summe. Abgekürzt plus minus 2. Das kann ich auch als minus 2 hinschreiben. Das ist die Abkürzung des Ganzen. Das ist hier eine Summe. Summen kürzen nur die Dummen. Um Gottes Willen nicht hier drin rumkürzen, sonst geht es schief. Wir machen dann eine Probe. Wir werden mal sehen, wenn man es falsch macht, dass es dann nicht geht. So, also, wir denken dran, das ist eine Klammer. Die lässt man im Allgemeinen jetzt weg. Und jetzt mal 2. Dann steht hier noch 98x minus 2 ist gleich, das ist 64. Jetzt komme ich zu plus 2. Dann steht immer noch 98x links und hier habe ich dann 66. Ich teile noch durch 98 und kann dann höchstwahrscheinlich kürzen. X ist dann 66 98. Durch 2 geht es allemal, da kann man sich rantasten. Durch 11 geht die 98 nicht, also kürzen wir mal durch 2. Dann ist es hier leicht, das ist 33. Und 98 durch 2, 100 durch 2 wäre 50 und hier fehlen 2, also 49. Hier ist over. Ne? Die geht durch 11, durch 3, die geht durch 7. Das war's. Also hier kommt man nicht weiter.
x ist demzufolge, und das ist dann die Endlösung, dafür 33/49. Zur Probe kommen wir gleich. Gibt es aber bis dahin erstmal Fragen? Jetzt zur Probe. Wir hatten ja was Verrücktes rausbekommen. Jetzt wird es natürlich auch ein bisschen verrückt. Wir hatten 33/49 rausbekommen. Wie macht man eine Probe, indem man das Ergebnis statt des x's einsetzt? Also, das Ergebnis war, dieser Bruch, der muss hier hin. Hier. Statt des x's schreiben wir dann da rein 33/49. Wie sowas aussieht? Probe. Ich schreibe einfach 98, jetzt schreibe ich mal ein bisschen größer, mal, jetzt kommt das Ergebnis, 33/49. 33/49. Jetzt kommt mein Bruchstrich, das Ganze minus 2 und hier unten drunter durch 2, jetzt plus 1 ist gleich 33. Die Probe heißt also nochmal gesagt, ich habe das x gegen den Wert ersetzt, den ich ausgerechnet habe. Und jetzt mache ich meine Tippeltappeltour weiter. Ich sage, warte mal, die 98 und die 49, die kann ich mir ja auch als auf gemeinsamen Bruchstrich stehen vorstellen. Das heißt, die 8, na komm mal her, 98. 98, kommst du? Oh, wer lacht da? Gut, also, die böse 98, die schreibe ich jetzt nochmal so hin. Hier steht sie. 98 Eintel. Und hier steht nichts Schlimmes, hier steht einfach bloß eine Multiplikation. Das heißt, ich kann es auch auf einen Bruchstrich schreiben. Also hier mal, ich mache mal diesen Schmierkram weg. Ich schreibe das auf einen Bruchstrich. So, und jetzt kann ich hier über Kreuz kürzen, das ist gar kein Problem. Die 98 und die 49, die kann ich kürzen durch 49. Ist 1, ist 2. Jetzt heißt dieser ganze Kram 2 mal 33 durch 1, also 66. Sowas schreibt man am besten dann sauber ab. Dann habe ich also 66, ne, 2 mal 33 ist 66, Eintel minus 2. Hier ist immer noch der alte Bruchstrich. Das alles durch 2, dazu eine 1 soll später 33 sein. Das bleibt ja die große Frage. Um Gottes Willen nochmal nicht hier drin rumkürzen, Summen kürzen nur die Dummen. Also, wie kann ich aber 66 minus 2 ganze rechnen? Ist das schlimm? Das ist 64, ne? Das sieht jetzt schlimmer aus, als es ist, denn 66 Eintel kann ich auch einfach als 66 mir darstellen. Und schon ist es nicht mehr so schlimm. Und 66 minus 2, das kann man dann rechnen. So, 66 minus 2 im Kopf ist 64, 64 durch 2, 64 durch 2 ist 32 meistens, plus 1. Und das ergibt jetzt offensichtlich 33. Das heißt, die Probe ist gelungen. Wir können sagen, jawohl, Häkchen dahinter. Mit anderen Worten, unsere Gleichung war richtig gelöst. Hier oben steht sie. Die war richtig. Das haben wir richtig gemacht. 33/49 ist tatsächlich die Lösung dafür. Jetzt nehmen wir mal an, ich mache das wirklich und bin dumm und kürze eine Summe. Und ich würde das hier rauskürzen, was dann passierte. Dann hieß es, 66 minus 1 ist 65 und 65 plus 1 ist nie 33. Dann würde ich mir durch so einen Fehler natürlich alles kaputt machen. Das geht nicht. Also Summen kürzen nur die Dummen, sich einfach merken und die Sache ist erledigt. Gibt noch eine Frage. Bevor wir jetzt zu ein paar Kleinigkeiten und Tricks kommen, also ich hoffe, die Probe ist hier soweit gelungen. Bevor wir dazu kommen, mache ich das mal, warte mal, schreibe ich noch dazu, plus Probe, weil ich das auch immer wieder im Video bei YouTube gesehen habe, dass die Leute gerne auch die Probe dafür sehen. Das war jetzt mal eine ungewöhnliche Probe. Das würde dazu passen. Ich mache mal im nächsten Teil weiter. Also jetzt schließe ich dieses Video hier ab und genau mit diesem gleichen Ding geht's weiter.